Jetzt sind die Wolken schon etwas dichter. Mit der 14 oder besser. Ich glaube, wir könnten schaffen, einen schnellen Run auf trockener Strecke hinzulegen. Dadurch sollte der Motor etwas langsamer verschleißen. Das machen wir jetzt auch schnell, bevor da der Regen einsetzt. Wenn wir so eine Zeit fahren wie im Training. Es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Wird das wirklich sein, ja. Eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Teamkollege. Das ist schon seltsam, wenn die KI jetzt plötzlich so viel langsamer wäre. So, wir werden jetzt aber ein bisschen Abstand halten nach vorne. Mal den Motor hochdrehen. Und los geht's. Die Strecke ist noch trocken. Mich attackieren hier Mücken, das ist ziemlich nervig. Jetzt wechseln wir etwas weit raus. Auch da wieder. Aufpassen, dass wir da nicht zu knapp drüber fahren, könnte gleich mal als Abkürzung gelten. Für Ricciardo sind wir gleich mal deutlich schneller. Maldonado ist schneller. Du hast
fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Sind wir nochmal minimal schneller, aber ich denke, das reicht jetzt schon für Q2. Und plötzlich ist der Regen da. Also das Wettersystem ist alles andere als fertig. Das sieht wie Beta aus. Man fährt aus einer Kurve raus und plötzlich regnet. Hoppla. Grüne Flagge. Keine Beeinträchtigung mehr in Sektor 2. Du kannst wieder voll fahren. Lassen wir mal die Schnellen vorbei. Ich denke, die Zeit wird reichen. Mal es nass wird und da wohl keiner mehr schneller fahren wird. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Ja, ich hoffe, das wird weggepatcht, das ist etwas. Ja, es nimmt etwas diese Atmosphäre. Wenn von einem Meter auf den nächsten plötzlich Regen da ist, aber dem gibt der Regen. Ich will nicht. Und die Komfort, das sah schon mal besser aus. Dann bildeten sich Tropfen früher auf der Kamera. Das ist jetzt wieder ganz weg. Die Einfahrt erwischt. Ja, wir sind Erster. Ich denke, das reicht leicht fürs erste Qualifying. Da wird uns keiner mehr überholen. Oder zumindest keine 17 andere. Aus. Maldonado ist knapp dran. Wer ist momentan draußen? Button, Alonso, Massa, Kobayashi haben noch keine Zeit gefahren. Die werden jetzt etwas Pech haben. Ja, ich glaube, wir können da getrost fertig simulieren. Da kommt keiner mehr ran. Nicht auf der nassen Strecke. Gut so, du hast Q2 erreicht. Ja, weiter geht's. Das sieht schon nach stärkerem Regen aus. $14 besser. Da werden wir, denke ich, ein Regensetup nehmen. Jetzt kann ich nicht mehr. Ah, okay, das haben sie gut übernommen aus der realen Formel 1. Einmal Setup gewählt, kann man es nicht mehr ändern. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Trockensetup dadurch. Das war vielleicht nicht ganz die optimale Wahl. Möglicherweise war die KI deswegen so langsam.
Ich würde sagen, wir fahren einfach mal raus. Sehen uns das Ganze mal im Regen an. Ist im Moment feucht. Mach dich mit den Bedingungen vertraut, bevor du anfängst zu pushen. Jawohl. Ja, da regnet es schon schlimmer. Langsam ranfinden. Ja, fährt sich gleich deutlich schwerer. Etwas Abstand und dann geht's los. So, die erste Runde werden wir schon vorsichtig angehen. Mein Handy, aber das muss jetzt warten. Lasst euch nicht irritieren. Ups. Ich lasse mich selbst irritieren. Das war etwas zu viel Geschwindigkeit in der Kurve. So, die Strecke wird langsam richtig nass. Ups. Ja, da habe ich den Bremspunkt komplett verpasst. Du hast den Boden verloren. Momentan bist du auf Platz 9. Ja, vielleicht sind die Intermediates nicht ganz die richtige Wahl. Im Moment bist du draußen. Du musst dich mindestens auf Platz 10 verbessern. Sonst findet Q3 ohne dich statt. Dann doch schon sehr rutschig.
und plötzlich ist es wieder hell. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Wahnsinns Wassersystem, Wettersystem. Das bedeutet jetzt allerdings, dass ich wahrscheinlich draußen bleiben werde. Nein, werde ich nicht, weil ich habe ja keinen Sprit mehr. Du wurdest in die 9. Startreihe verdrängt. Platz 17 im Moment. Ich fürchte nur, dass für diese Runde der Sprit gar nicht mehr reicht. Die Telemetriedaten weisen auf optimale Reifentemperaturen hin. So, mal sehen, ob wir da noch bis zur Ziellinie kommen. Den Polar nehmen wir einfach mit. Sprit ist aus. Trotzdem haben wir uns nochmal eine halbe Sekunde verbessert. Wird trotzdem nicht reichen. Wir müssen zurück in die Garage. Ich schau mal kurz, was wer da stört. Du bist zu langsam. Da fehlt noch einiges. Du musst unbedingt bessere Zeiten fahren. Neuer Satz Intermediates. Wobei, mal sehen, wie gut der erste beieinander ist, denn eigentlich haben wir gar nicht so viele zur Auswahl. 94%, das wird reichen. Ja, dann nochmal raus. Wir machen gleich eine fliegende Runde. Denk daran, dass du auf angefahrenen Reifen unterwegs bist. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. Auf ein neues. Noch 2 Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Ich arbeite dran.
könnte was werden. Zum ersten Mal, dass ich diese Kurve verpasse. Müssen wir noch eine Runde anhängen, richtig? Noch 30 Sekunden in dieser Session. Im Moment ist du für 14 da. Das wäre Startreihe 7. Die Strecke wird schneller. Weil trockener. Die Zeit ist abgelaufen. Fahr deine Runde noch zu Ende. Das ist die letzte Chance auf eine gute Zeit. Da blockieren die Räder. Schade drum. Vielleicht geht da trotzdem noch was. Na, sieht eher schlecht aus. Schade drum, da war sicher deutlich mehr drin. Heute ist nicht unser Tag. Du startest morgen vom 14. Platz. Ja, da wäre glaube ich sogar Q3 drin gewesen diesmal. Ich habe es dann allerdings etwas verabsäumt, im richtigen Zeitpunkt die richtig gute Runde zu fahren. Ja, schade. Aber ich denke 14. Platz kann ich damit leben. Das war glaube ich auch unser Ziel. Sehen. Ja, da freut er sich. Also offensichtlich passt. Ja, wir sehen uns gleich beim Rennen.